Wie ändere ich in meiner Quest Case Systems Management Appliance den Computernamen eines Windows-Clients per PowerShell? Wir gehen im Menü auf Skripterstellung, Skripte und erstellen ein neues Skript. Wir geben einen Namen und sonstige Informationen ein. Die Änderung eines PC-Namens erfordert immer einen Neustart. Dieser muss allerdings nicht sofort sein. Wichtig ist, dass der Typ Online-Shell-Skript ausgewählt wird. In dem PowerShell-Befehl steht zwischen den Anführungszeichen am Ende der Zeile der neue Computername. Der Dateiname muss mit der Endung .ps1 enden. Mit dem Befehl Restart kann ein sofortiger Neustart herbeigeführt werden, was in der Praxis, wenn User angemeldet sind, nicht die beste Wahl wäre. In dem Bereich Installieren wählen wir das Device aus, das umbenannt werden soll. Ich wünsche euch viel Erfolg damit.